schnell im Prinzip eingerockt habt. Ich nehme immer den Kopf, wenn der Nagel neu ist, und tunk den dann im Prinzip. Ach, die Dose ist ein bisschen zu klein. Reaction auf meine Shisha-Sammlung von Ali. Wir sind sehr gespannt. Wir schauen mal rein. Oh, Friends! Was geht ab, Leute? Ich bin doch ganz überrascht. Ich chille gerade ganz chillig in meinem Home-Studio zu Hause. Nices Studio auf jeden Fall schon mal, Ali. Und lies mir gerade einige Nachrichten von euch durch. Ganz interessant, wie Shisha-süchtig eigentlich meine Community ist. Und da ich mir die Frage so oft durchgelesen habe, ey, was für eine Shisha benutzt du? Ey, was für ein Tabak? Ey, dies, das. Leute, ich zeige euch heute zum einen meine Shisha-Sammlung. Zum zweiten zeige ich euch, wie man die leckerste Shisha überhaupt macht. Okay, da sind wir sehr gespannt, lieber Ali. Es haben schon einige große YouTuber probiert, ihren perfekten Kopfbau und Co. zu zeigen. Bis jetzt muss ich sagen, miese Krise. Aber Ali, große Hoffnung in dich, Digga. Ich hoffe, du baust ein schönes Köpfchen. Versprochen, Leute. Garantie. Garantie. Und zum dritten kaufe ich mir eine nagelneue Shisha. Also Leute, würde ich mal sagen, let's go. So, Freunde, das ist auf jeden Fall meine Shisha. Sammlung. Ich würde mal sagen, wir fangen ganz links an. Die Carbon X von Almani in komplett rot und komplett ist schon nicht Carbon. Verkehrt, das Ding. Ist auf jeden Fall eine überkrasse Pfeife. Sehr empfehlenswert für alle fruchtigen Tabaksorten. Ist auf jeden Fall eine... Und cremig kann ich nicht drin rauchen, oder was? Baba Shisha mit einer riesen Bowl. Da passt locker über 1,5 Liter rein, Alter. Das ist schon gigantisch. So, kommen wir zu Shisha Nummer 2. Das ist die Carbon S. Das heißt, der kleinere Bruder von dem X hier. Auch komplett in Carbon. Und selbstverständlich auch von Almani. Ist auch eine Top-Pfeife. Ich bin auch ein Mensch, ich achte sehr auf Größen der Shishas. Ich mag das nicht, wenn die komplett groß sind. Also ja, das ist eine Shisha. Sam, bin ich 100% bei ihm mittlerweile. Also größer als die Mustache. Schon Krise. Die kannst du auf gar keinen Fall irgendwo mitnehmen. Und das ist so eine Shisha, die kann ich jetzt immer in mein Home-Studio runtertragen und auch hier ab und zu im Wohnzimmer. Also auf jeden Fall nicht so aufwendig wie die große hier. Für jeden fruchtigen Tabak zu empfehlen. Mit riesen... Cremig geht immer noch nicht, wa? Teller, ihr müsst euch mal vorstellen, guck mal, wie riesig die Teller sind. Hammer, Alter, guck mal. Kommen wir zu Shisha Nummer... Man kennt's von früher. Die Shisha gehört gar nicht mehr. Eduard, Junge, hol mal deine Shisha ab, Digga. Das ist die Shisha von einem guten Kumpel, die hier eigentlich immer stehen lässt. Ich weiß auch nicht warum. Aber kommt auch auf jeden Fall sehr oft zum... Man kennt's. Diese Freunde, die keinen Bock haben, daheim zu rauchen und deswegen die Pfeife einfach für immer bei einem stehen lassen. Gebrauch. So, jetzt kommen wir zu einer meiner Lieblingspfeifen. Das ist eine CRT, schöne Tradi in Vollgold. Einer der brutalsten Shishas, die ich jemals besessen habe. Ist auf jeden Fall krank im Geschmack. Rauche sehr oft Apfel und Traube Minze damit. Und rechts... Apfel und Traube. Digga. Also entweder deine Tradi auf Apfel oder deine Tradi auf Traube. Aber wenn du jetzt 5 Köpfe Apfel ballerst und dir danach eine Traube anmachst und das Ding nicht picobello 1A sauber machst. Krise. Krise. Miese Krise. Daneben. Highlight. Odoman Mikro, ne? Oder Odoman Travel N2. Von Ahmed Simo aus dem Simo World Shop geschenkt bekommen, wo wir auch gleich wieder hingehen werden, um uns meine neue Shisha anzusehen. So. Das ist eine kleine Mini-Shisha. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißt. Kein Problem, Ali. Ich helfe dir gerne. Odoman Travel N2. Aber unnormal geil, überall mitzunehmen. Ist wirklich sehr nice zu mitnehmen. Mit dem Koffer, also beziehungsweise mit dieser Tragetasche. Ist schon nice. Das Einzige, was ein Problem ist, ist halt eine Glasbowl und Glas mit auf Festivals nehmen und so Krise. Also wenn ihr eine Festivalpfeife haben wollt, dann würde ich euch auf jeden Fall eher die Viro One empfehlen. Egal wo, am Strand, zu euren Kollegen, im Garten, im Auto, weiß was ich, Alter. Überall mitzunehmen, ist auf jeden Fall eine geisteskranke Shisha. Und ich würde mal sagen, wir ziehen uns jetzt an und fahren direkt zu Simo World Shop, bevor der zumacht. Weil ich brauche auf jeden Fall bombastischen Tabak, um die beste Shisha zu machen, die ihr jemals gesehen habt oder eher gesagt... Aber nicht cremig, wa? ...geraucht habt.
Also Leute, bleibt dran. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. Der Durchgang ist schon so klein und der stellt mir dein Fahrrad genau hin. Genau hin. Alla bester Mann. Alla bester Mann. Gebt er die einfach weg. So, also jetzt bei Sumo World Shop. Ich würde schon sagen, ich mache die beste Shisha der Welt, ehrlich. Also meiner Meinung nach, die beste Pfeife, die ich jemals in meinem Leben geraucht habe, war bei mir. Safe. So. Ali, wann kommst du rum, Junge? Wann kommst du rum? Ich baue dir einen Kopf, der wird dich richtig wegscheppern. Natürlich. Mundschutz nicht vergessen. Moin! Was geht ab? Alles fit? Mach mal erstmal fertig. So Leute, ihr fragt euch jetzt bestimmt, welche Shisha... Großer Shop. Sieht sehr, sehr nice aus. Weiß einer, wo der herkommt? Da wird es sein. Ich zeige euch sie mal, okay? Nein. Ja, war eine Überlegung wert, aber dann doch nein. Ja. Yeah. Das wird sie sein. Moin, Meister! Was geht ab? Alles fit? Bester Mann. Bruder, ich hoffe, meine Lieferung ist ready. Deine Lieferung ist ready, die muss ich nur einmal von hinten holen. Sehr schön. Was hat die Shisha zu bieten? Was ist das für eine Shisha? Weil, Bruder, die Leute interessieren sich immer ganz Mr. genau. Wood was. Mit Lederschlauch. Ich muss mal drauf eingehen, weißt du? Ja, das ist schon lecker. Das ist eine wirklich edle Pfeife aus dem Hause Mr. Wood. Okay. Die Pfeife hat ein Kristallglas, hergestellt in Tschechien. Das heißt, dass das Glas wirklich so dick ist, dass du das auch beim Klopfen merkst, wie stumpf das sich anhört. Okay. Ja, voilà, ja, das hat eine richtig recht. Geile Verarbeitung, das ist so eine Art Pexi-Glas mit Holzverarbeitung. Geil. Das ist schon nice, habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, diese Mr. Woods mit diesem Überzug an Harz, wahrscheinlich auch irgendein Epoxidharz oder so. Aber Leute, ey, wenn er so viel Apfel und Traube raucht, dann wäre doch das hier hinten, ne? So eine schöne MIG-Tradi, oh, das wäre lecker. Besten Wasserpfeife, Bruder, das ist die geilste Pfeife. Aber sag mir ehrlich, welche Farbe würdest du mir empfehlen? Ich bin ehrlich, ich finde edle Pfeife, wie gesagt, richtig nice. Ja. Aber in der Farbe kann ich dir anbieten, dass ich jetzt eigentlich Geschmackssache, das für dich ist. Ja. Oder halt diese hier. Nee, die. Nein, ich glaube, ich bleib bei der hier. Sieht schon sehr wild Geschmack. Aus. Meinst du? Du hast Geschmack. Die ist gut, ne? 100%. Also das ist einer der besten, sagst du? Das ist einer der besten, Bruder. Oh, also, Digga. Was hat er da am Start? Okay, also bester Kopf ist an der Stelle jetzt schon RIP. Nehmen wir mit, Alter. Was ist das für eine Marke? Komm mal, Bruder. Nehmen wir mit, Alter. Kannst du nicht erkennen. Okay, perfekt. Kopf, Shisha haben wir. Brauchen wir noch irgendwas? Jetzt brauchst du nur noch Tabak, Bruder. Tabak, du sagst es. Und welchen Tabak empfehlst du mir, Bruder? Nehmen wir's. Sehr gut. Du wirst mich lieben. Du wirst bei... Bester Bann. Also beim Tabak schon mal alles richtig gemacht. Der Kopf. Ah, Krise. Krise. Beim Rauchen an mich denken. Krass. Okay, wenn du das sagst. Also Mentholjäger. Der ist Mentholjäger. Da gibt es noch einen. Ja. Black Octopus. Okay. Der ist eher süßer. Auch nice. Aber ist auch selbe Geschmack? Selber Geschmack. Schwarze Traubenminze. Kopf, Tabak. Und Shisha. Sehr schön. Bruder, ich danke dir, ne? Habibi, wir sehen uns. Ja. Neues Familienmitglied. Mr. Wood. So, dann packen wir mal aus, was wir so mitgebracht haben. Also, einmal ist keine Produktplatzierung. Nameless. Geschmack Black Nana. Dann haben wir nice. Noch einen wunderschönen Kopf von Deathrow. Was für ein Ding? Deathrow? Aber ist auch... Zucker, dass man nie das Logo sieht. Ich wüsste so gern, was er sich da für einen komischen Kopf geholt hat. Tabak, der mir empfohlen wurde. Black Octopus. Okay, ich Octopus. Bin gespannt. Also die Farbe ist auf jeden Fall gigantisch. Der Geruch ist auf jeden Fall... Päh. Oh, shit. Boom. Digga, was für eine Pfeife. Schon eine sehr geile Pfeife. Man merkt auch echt, ne? Die Pfeife ist richtig, richtig qualitativ. Ich schwör's euch, man merkt das direkt schon, wenn man die anpackt, wie schwer die ist. So Leute, ich würde mal sagen, ich zieh mich kurz um und dann machen wir den besten Kopf oder eher gesagt die beste Shisha der Welt. Sieht schon nice aus. So, meine Damen und Herren, Schritt 1, wir machen jetzt erstmal das Wasser rein.
Umgezogen hat er sich. Aber die Umhängetasche, die bleibt trotzdem am Start. So, es ist immer ganz wichtig, dass der Stab der Shisha... Der Stab der Shisha, Freunde. Jetzt hört ihr mal besser ganz genau hin. ...ungefähr vom halben, vom kleinen Finger die Hälfte ungefähr im Wasser steckt. Ja, ich sag immer so einen Daumen breit, aber... Naja, das passt schon. Ist nichts passiert. Also fucking fliegen, ne? So. Wichtig, eiskaltes Wasser. Du waschst jetzt mal das Ganze. Stimmt. Ja, das könnte hin. Ja, das ist perfekt. Gut, Wasser haben wir, Kohle ist an. Jetzt kommen wir zum Kopf. So Leute, da ist ein neuer Kopf. Da habe ich am meisten Angst vor, ey. Ein paar Tipps, wie den Kopf ganz... So, er baut den Kopf zum ersten Mal, aber... Direkt die Tipps am Start. Direkt, ich zeige euch jetzt, wie der beste Kopfbau funktioniert. Im Kopf, den ich noch nie gebaut habe. Alles klar, Digga. Ich bin echt gespannt. Aber okay, es ist ein Mehrlochkopf so. Mehrlochkopf-Kamin. Eigentlich kannst du nicht so viel falsch machen. Schnell im Prinzip eingerocht habt. Ich nehme immer den Kopf, wenn der Nagel neu ist. Und tunk den dann im Prinzip. Ah, die Dose ist ein bisschen zu klein, aber wir kriegen es. Ah, kriegen es doch nicht rein. Dann nehme ich mal ganz schön Tabak von unten. Wir kriegen das Ganze hier schön ein. Auch wenn der Tabak da jetzt. Digga, was? Was geht denn jetzt ab? Ich glaube, so ein bisschen auf Erotik angelehnt, oder? So erstmal schön den Tabak so richtig tief in die Molasse tunken, ne? Das Zeug muss überall hinkommen, in jede Ritze, in jedes letzte Loch. Digga, was? So, du wäschst den einmal ab und das Ding ist... Naja. Also der Move... Uff, Ali, der Move war... Der war schon krass. Nicht rein soll, sondern im Sieb, aber... Damit verspült ihr im Prinzip Aroma auf dem Kopf. Jeder kennt's, ne? Erstmal schön Aroma auf den Kopf schmieren. So. Die Frage ist, ob er es sauber macht. So, wenn er es nicht sauber macht, so ja, okay, dann ist ein bisschen Tabak am Kopf so. Aber du kannst ja auch einfach Tabak in den Kopf machen, oder? Und hier zusätzlich beim Kopf. Ein Sieb ist jetzt nicht bei jedem Kopf dabei, aber wir benutzen den mal. Ich mag das, wenn der Tabak nicht dann irgendwann im Wasser ist. Jetzt ganz wichtig. Viele denken, Shisha ist Shisha. Das stimmt aber nicht. Immer schön in kleinen Stücken und gleichmäßig verteilen. Schön an den Rand. Ganz wichtig. So. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Schön mit Liebe. Mit Liebe. So. Ganz wichtig ist immer schön am Rand. Boah, aber dieser Schnitt und die Feuchtigkeit von Nameless, ne? Das macht mich direkt wieder an, ey. Da habe ich schon Bock, in die Küche zu rennen und mir ein Köpfchenblick Nana zu bauen, ey. Das ist eigentlich so der Knackpunkt einer Shisha. Ruhig ein bisschen platt drücken, ist gar kein Problem. Ich glaube, dann haben wir es auch, ne? Boah, Digga, drück doch da nicht so viel rum. Voila. Ah, wir haben was ganz Wichtiges vergessen, Alter. Minze und Zitrone. Ist jetzt je nach Aufwand, ob ihr Bock habt, das reinzumachen oder nicht. Aber ich mache das zum Beispiel sehr gerne mit kaltem Wasser, ein bisschen Minze und Zitrone. Ja, es sieht nice aus so. Geschmack wahrscheinlich 0,5% mehr. Und dann pipapo, so ein paar Scheiben. Da müssen wir jetzt nochmal aufmachen. Wenn ihr die Zitrone benutzt und reinmacht, am besten auch direkt, nachdem ihr die Shisha geraucht habt, wieder rausnehmen, weil sonst verschimmeln die da drin. Das ist ja schon ganz gut für die Shisha. Krise. Das ist echt nicht für die Bowl. Ganz wichtig, frische Minze aus dem Garten. Und diesen Menthol. Es sieht halt schon geil aus, so, ne? Aber Ring. Ja. Der Links-Rechts-Move, Alter. Der Links-Rechts-Move war ja richtig Killer. Bisschen rühren. Achtung. Und jetzt ganz wichtig, nochmal nach links, nochmal nach rechts. So, tausendmal besser. Perfekt. Garantie. Kopf fertig, Shisha fertig. Aber es sieht halt schon nice aus, ne? Das muss man sagen. Aber Leute, wir sind bei 10 Minuten von 11 Minuten. Das heißt, sehen wir da jetzt überhaupt noch, wie er raucht? Das heißt, im Grunde genommen sind wir durch. Jetzt kommt nur noch die Kohle drauf und damit geraucht. So, dann sucht ihr euch den gemütlichen Platz für die Shisha. Und dann können wir nämlich schon Kohle draufballern. Und immer, dass der Kopf schön fest ist. Kohlekorb am Start. Eins. Zwei.
Dann lässt ihr den schön erstmal ein bisschen einwirken. Halbe Minute, Minute. Und dann könnt ihr schon dran ziehen. Ganz wichtig. Erstmal einwirken lassen. In der richtigen Zeit. Mundstücke. Bei Ali, so, Kopfbau war an sich okay, es ist halt definitiv nicht der krasseste Kopf ever, das mit dem Einwirken lassen und mit Molasse einspielen ist halt Bullshit, so, wenn er placebo-mäßig da auf einmal mehr Geschmack hat, meinetwegen soll er machen, bringen, tut das Ganze natürlich nichts. Pfeife, die er sich gegönnt hat, sehr, sehr schönes Ding, würde mir auch gefallen, wahrscheinlich würde ich eher zu einer Wuka greifen, aber würde mir auf jeden Fall auch gefallen. Ist okay. Er hat jetzt nicht krass verkackt beim Kopfbau oder so. So ein paar komische Sachen hat er gemacht. Minze, Zitrone in die Bowl kann man machen. Sieht halt nice aus. Bringen tut's nicht wirklich was, aber ja, ne, so ungefähr. Ah, nicht übel. Oder was sagt ihr, Leute? Schreibt's in die Kommentare.